Slomka vor dem Aus. Trainer Mirko Slomka steht bei Hannover 96 vor der Entlassung. Nachdem den Niedersachsen gegen Sandhausen erneut kein Heimsieg gelang, wird es für den 52-Jährigen eng. Der Club kündigte noch am Freitagabend in einem Statement an, dass sich die Verantwortlichen an diesem Wochenende zusammensetzen werden. Nach Sport1-Informationen findet am Sonntag ein Treffen der Gesellschafter statt, bei dem die Beurlaubung Slomkas beschlossen werden soll. Der Trainer hatte 96 nach dem Abstieg im Sommer zum zweiten Mal übernommen, konnte in 12 Spielen allerdings nur 3 Siege einfahren. Bierhoff sieht Löw unter Zugzwang. Oliver Bierhoff setzt Bundestrainer Joachim Löw unter Druck. Natürlich weiß auch Jogi, dass er jetzt einen gewissen Kredit verspielt hat und dass er da Ergebnisse bringen muss, sagte der DFB-Direktor bei Sky. Allerdings sehe er Löw immer sehr entspannt. Er habe den Bundestrainer schon in vielen Drucksituationen erlebt. Das sind eigentlich die Momente, die ihn auch stark machen, weil er dann die Ruhe bewahrt, so Bierhoff weiter. Beim 3:0-Sieg der DFB-Elf in Estland hat es zuletzt Löw-Rausrufe gegeben. Nowotny nimmt Bayer in die Pflicht. Jens Nowotny kritisiert das Abwehrverhalten von Bayer 04 Leverkusen. Sie haben die Qualität nach vorne, das haben sie oft bewiesen, aber Schwachstellen in der Rückwärtsbewegung, erklärte die Vereinsikone, die selbst 10 Jahre für die Werkself auflief, im Gespräch mit Sport 1. Das muss sich ändern, ansonsten läuft man immer Gefahr, richtig unter die Räder zu kommen. Dabei sei nicht nur Trainer Peter Bosch gefordert. Da sind genug Fachkompetenzen in diesem Verein, die ihre Tipps und Erfahrungen einbringen können, so der ehemalige Nationalspieler weiter. We'll be right back.